Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Stand Alone. Zu zweit. Nicht ganz, aber ich sehe ihn. Du siehst. Achso. In die Richtung. Ach, stimmt, sobald man durchs Visier guckt, ja, hat man keine Nachtsicht mehr. Mich wundert, dass wir das Vieh noch nicht sehen, weil wir es gerade eigentlich eine ziemlich gute Sicht haben. Eigentlich ja, ne? Ah. Das gibt wieder Fleisch. Wir haben so viel. Vielleicht nehmen wir das Fleisch auch gar nicht mit. Einfach nur wieder. In-game ist das okay, meine lieben Leute. Zur Not kann ich es ja mitnehmen und dann später mit aufs Dach. Stimmt. Ich laufe und halt permanent die mittlere Maustaste gedrückt zum Zoomen, ne? Hm. Machst du das eigentlich auch? Immer zwischendurch mal gucke ich in irgendeine Richtung damit. Hier ist gerade höre ich gar nichts mehr. Doch, links Doch, von uns. Links, also. Ja. Ach, diesmal ich halt nicht meine Sniper, diesmal müssen wir wirklich beide gleichzeitig drauf schießen. So, jetzt kommt die nächste freie Fläche, die müsste jetzt hier irgendwo sein, wa? Eigentlich schon. WTF sagt, der kann doch nicht noch weiter weg sein. Da hinten, da! Wie soll ich das beschreiben? Ja, ich stehe gleich neben dir, dann gucke ich. So. Ja, ich sehe ihn. Der läuft da hinten, ne? Problem ist, wie er schon sagt, wir nehmen die Waffe in die Hand und wir sehen. Oh mein Gott! Ja, erstmal kurz dran gewöhnen und dann, aber. Ja, lass uns schon mal weiter hingehen. Jo. Eine gewisse Entfernung können wir ja durchgucken. Guck mal, auch schwer geil, ne? Hier dieser einzelne große Baum. Ja. So, da steht da steht er gerade. Kann ich da überhaupt was sehen? Mal gucken. Ach du Scheiße, warte. So? Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall. Nee. Da bist doch, du. Oh, er läuft. Lass mal weiter erstmal. Ja, Problem ist, wir sind jetzt so auf der freien Fläche. Wir müssen ja auch wieder zurückfinden. Ja, dann sehen wir wenigstens, ob nachher ringsrum irgendwas kommt. Falls jetzt doch nochmal Wölfe kommen sollten. Ist jetzt nicht ernsthaft despawned, oder? Oh nein, ich habe ihn gerade ganz kurz gesehen und dann blub war er weg. Entweder ein Baum, wirklich? Nee, schreit immer noch. Der müsste jetzt irgendwo in den Kackbäumen stehen. Da läuft er. Gott sei Dank. Warum stratzt der aber eigentlich so rum? Meinst du, das ist wirklich schnell, was er gerade macht? Ja, ich. Also normalerweise laufen die nicht so. Meinst du, er hat nicht, schon gesehen? Das glaube ich nicht, der ist ja vorher schon so rumgelaufen. Vielleicht waren hier gerade ein paar Wölfe oder so. Hinter ihm her und deswegen ist er jetzt noch immer rumlaufen. Oh, das ist nah. Vielleicht sollte man kriechen. Scheiße, ich muss gleich was trinken. Oh, Drecksvieh. Toll, jetzt müssen wir noch über diese blöde Kuppel. Das habe ich mir auch so gerade gedacht. Mal hinstellen kurz. Weil dann sind wir wieder zu nah dran. Lass mal, wenn er nach rechts läuft, lass mal ein bisschen weiter nach links laufen. Ich wollte mal hier kurz draufsteigen auf den hinteren. Ach so, ja, siehst du. Schön, aber. Oh, hier ist eine scheiß Baumplantage vor uns. Der müsste weiter rechts sein, aber wie ich das anhört. Also weit weg ist er auf jeden Fall nicht mehr. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich fress mal kurz was.
Ist vor mir ernsthaft ein Baum. Hä? Blöde Sau. Ich glaube. Der müsste schon wieder im nächsten Wald da unten sein. Ja. Scheiße. Da bist du noch. Ja. Ich habe versucht, dass ich irgendwie was sich bewegen sehe, aber ne. Oh, stratzt er schon hin. Ach so. Sie? Laufen wir nicht zu weit. Was hier fehlt, ist so eine Infrarotfackel, ne, für uns. So eine Infrarotfackel wäre echt geil. Inwiefern? Das Infrarot leuchtet ja nicht richtig, aber mit dem. Mit dem Nachtsichtgerät wollen wir uns, wenn wir das sehen. Okay. Der ist doch schon wieder so weit weg. Ja. Der ist wirklich jetzt am Stratzen. Scheiße. Der ist auf, naja, nee. Ah, schade. Oh, erstmal grün ausmachen, Alter. Oh, fuck. Boah, ist das eklig für die Augen, ey. Junge. Kräutertinktur. Was hast du erfunden? Ein Kräuter. Schade. Muss mal wieder zurück. Ja. Ich glaube, wir sind ganz schön weit gerade gelaufen. Wollen wir den gleichen Weg zurück, oder? Wollt ihr jetzt mal ganz kurz gucken? Oh, ist richtig das Falsche. Das sollte erstmal hier leer. Ist das? Ja, wir sind relativ weit gelaufen. Ja, lass uns querfeld ein. Ja, erstmal wieder zur Baumreihe und dann links dran vorbei. Achte auf dein Essen und Trinke, Günther. Ja. Oh, hast du gesehen? Was? Mein Licht ist gerade ausgegangen, meine Batterie ist leer. So. Achso, muss ich sie gleich wieder rausnehmen. Oh doch, ich habe noch eine dabei. Hätten wir mal geschossen, ne? Ich wollte eigentlich auf Nummer sicher gehen, aber dass er dann auf einmal immer permanent weiter rennt. Naja. Ich glaube, ich sehe das Licht von meinem Auto. Ja. Alter, sieht man das weit, Junge. Guck mal an die Bäume da oben drin. Tatsache. Ich sehe gerade den Punkt, der da hinten ist. Ja. Gut, ich sehe schon den Bäumen. Minimal, ja. Können wir auch als Bug sehen. Nenn mir einen Bug in dem Spiel. Einen einzigen. Ich hole schon mal den Zettel. Das reicht schon. Oder das Buch, mehr gesagt. Ja. Das 600-seitige. Book of Bugs. Na
Ja, wir haben es versucht. Ich dachte, das wird eine geile Folge jetzt zu Anfang gleich mit der Ray. Ne, Hirsch. Ey. WTF. Ist das Auto doch noch viel weiter weg, als ich jetzt dachte. Naja, können wir die auch nochmal looten hier, die Häuschen. Och nö. Ja. Ich will nichts aus meiner Feldflasche trinken, das ist alles verseucht. Obwohl, nee, war das nicht das abgekocht? Ja. Nee, aus dem Dings, aus dem... Ja, genau, du hast das abgekocht. Und ich hab das aus dem Fass. Ich bin gespannt. Gary, come home. Nein! Autobatterie. Anasiert. Soll ich draufhauen? Ja. Ich hau da gerne drauf. Oh, oh. Einmaliges Angebot. Gibt's wahrscheinlich nie. Doch. Gibt's oft. Wie oft? Oft. So oft, dass du nicht mehr zählen kannst, wie oft das kommt. Drei. Sind nicht schlecht. Also hätte ich nur eine Schrotflinte, hätte ich schon wieder ein bisschen Schuss. So 15. Mit Schrotflinte kann man halt nicht snipen, ne? Oh. Bist du schon wieder aus dem Haus raus? Ja, ich bin schon in unserem Dorf. Da hinten bist du. Ich mache jetzt einen Schuss und laufe in deine Richtung. Dann logge ich mich aus und laufe nicht in deine Richtung. Lass das Auto alle in meinem Auto, Ruhe. Alter. Lass das Auto. Diese Politesse knallen ab. Alter Schwede. Gott sei Dank, hätte fast ein Strafzettel von dem bekommen. Ich habe nämlich mitten auf der Straße geparkt. Das war's schon? Okay. Ein Dosenöffner dabei. Ja, May. Brauche ich auch noch fürs Dach. Holde Maid. Wir haben die Munition also doch noch verwendet, die wir nicht fürs Reh hatten. Für den Hirsch. Ah, Hirsch. Habe ich gerade noch einen Schommi gehört? Glaub nicht. Nö, Hirsch. Lass mal suchen. Lass mal suchen, das geht so schnell. Können wir gleich wieder den... Ach, das Spiel davon spielen, ja? Ja, ich weiß, was du meinst, aber nein. Eine Mosin liegt hier, ohne irgendwas. Müsste eigentlich auch mal wieder mitspielen. Damit kann man vernünftig jagen gehen. Naja, ich besitze ja eh immer nur zwei Waffen. Ja. Repetierkarabiner. Ne, den hast du nicht. Repetierkarabiner? Ja, genau, den hast du nicht. Der Rapperkarabiner. Den hast du, eventuell. Hab ich gerade gefunden. Schlecht. War nicht gut. Hm? Teddybär. Ohne Fepptücher in... Überall.
Die sind eigentlich nie da, wenn du sie brauchst. Das sind die Teddybären. Warte, was? Siehst du, da haben wir unser Lied. Nee, das wäre mir zu pedo. Teddybären, ja. Steigt in meinen Lieferwagen ein. Keine Fenster sind zugeklebt. Ihr könnt nicht raus und nur rein. Das ist der Pedo-Van. Alter Schwede. Also Leute, nicht zu ernst sind, ne? Unsere Lieferwagen haben Fenster. Yep. Mit Rollbahnrollos. Ja. Es reicht langsam. Ja. Ja. Wenn ihr Fragen habt, ruft einfach an 0806 mal die 6 und verlangt Oma. Alter Schwede. Oma. Nee, warte, das ist kein 0800er Nummer, oder? Weiß nicht. 0160? Na klar. Ach so. Nee, die 0800er Nummern sind doch die gratis. Oder? Sind das hier die? Nee, doch, nee, also doch, ich hab auch schon mal so eine 0800er wegen irgendeiner Scheiße. Muss ich auch schon ein paar Mal auflegen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, irgendein offizielles Zeug ist das immer. So. Oh, hier ist ein Rabbitier-Karabiner. Sag jetzt nicht, du bist bei mir hier. Nee, hier ist ein orangener Regenmantel daneben. Und die Türen waren zu. Achso, ich wollte gerade sagen, bist du auf der Straße, wo ich bin? Also, wo mein Auto steht, hoch? Nee, nee. Nee. Okay, bei orangenen Regenmantel habe ich auch schon hier mal gefuhr. Ich bin jetzt unten an der Gleise. Mutig und tapfer, so mutig und tapfer. Jetzt hat er richtigen Ohrwurm, aber hör mal bitte auf weiter zu singen, ich hab davon keinen Bock. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht. Nein. Mutig und tapfer, so viel zu erleben. Und singt alle mit. Gummibärbande. Hüpfen hier und dort. Es regt schon wieder. Sie sind schuldig dann. Ja, sie sind schuldig, da hast du recht. Das sind die Jummelbären. Tülütütü. Tülütütü, tülütütü. Oh mein Gott, Zombie. Das wäre auch eine coole kleine Base. Zwei Zombies. Das Häuschen hier am Dings, an den Schienen. Wo man die Karten und so einen Scheiß kaufen kann. Die gute Karten. Oh mein Gott. Muss halt auch nur leer sein. Zombies vor meiner Haustür, die kommen nicht rein. Ich hab die Tür zu gemacht. Das Polizeiauto, was hier doch immer rumliegt, ne? Dieses kaputte. Ja. Oder die Nauchkanner drauf. Es ist doch eigentlich die Olga. Warum kann man davon nicht die Teile, diese, also mit den Türen und Pipapo, abbauen und bei uns ranbauen? Das hätten sie auch machen können. Dann hätte man sich ja so gesehen das Polizeiauto selbst zusammensuchen können. Einfach und gut ist. Man muss einfach sprayen können. Ach ja. Das geht ja bei so vielen anderen Spielen auch, dass du einfach. Ach, da vorne ist ein Bullenhaus. Da bin ich drin. Ich fahre damit Auto hin. Ey. Gammelt der in meiner Straße rum. Nee, ist wirklich so. M-Lock und so, ja, gut, schön und gut, aber. Du bist doch nach rechts hochgefahren. Müssen wir denn da lang kommen? Müssen wir geradeaus weit? Okay. Nee, müssen auch lang. Na gut, dann stelle ich das Auto schon mal in die Richtung. Alter, du hast voll meine Scheibe getroffen. Hä? Die ist jetzt gesplittert. Schlecht. Meine Fahrerseite. Das ist schlecht. Wenn du so weiterfährst, rufe ich die Polizei. Ich rufe gleich Polizei, du hast mir Bitte nicht, mag das nicht. Ich auch nicht, aber, ne? Warte, was? Dafür klaue ich dir erstmal eine Scheinwerferlampe. Oh Gott. Die machst du eh mal kaputt mit deinen Fahrstils. Stil? Das Auto sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus, wa? Meinst du das kaputteste? Im ganzen Block? Ja, das hast du auseinandergebaut, das kaputteste. Manu, hilf mir, guck zu mir schnell! Oh mein Gott! Guck zu mir! Oh, verdammt, falsche Taste. Bleib auf der Seite. Und weg. Run, Girl, run. Falsche Taste gedruckt.
Oh, hinter. Check, genau. Ich weiß. Oh, ich hab Lampe noch an. Ey, oh, scheiße. Die K-Lampe. Ist ja okay, alles okay, alles okay. Die HK-Lampe. Ich bremse und bin stehen geblieben, um Lampe zu deaktivieren. Ich steige ein. Muss den Motor wieder deaktivieren. Mann, ich will es nicht anhalten hier auf der Schrägen. Ich bin schon fast. Ach, gar kein Problem aus. Nix aus Problem aus. Eieiei. Ja. Nicht schlecht. Ey, komm, ganz ehrlich, mit dem Wohnwagen ist doch geil, oder? Ja, natürlich. Ja, fahr ruhig noch langsamer, ist alles gut. Scheiße, ich hätte nicht auf zwei schalten sollen, ne? Willst du vielleicht noch bremsen? Soll ich einen Kaffee machen? Ich glaube, der hat eine automatische Bremse gerade an oder so. Alter Schwede, komme ich doch nicht hoch, ey. Nicht mal im ersten? Ich fahre halt jetzt schon Schlangenlinien. Im ersten? Ja. What? Ich schieße ab anzuhalten. Was geht? So mit 8, 9 komme ich hoch. Das ist schon mal schlecht. Ich brauche meinen Weißen wieder, der ist überall hochgekommen. Alter, ein Wanderrucksack und ein Bergsteigerrucksack in einem Dingens hier. Rucksack. Rucksack. So. Vielleicht sehen wir ihn gleich wieder. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt einen oben, schreibt den Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.